Ja, ich sage das an der Stelle immer wieder. Neue Woche, neues Glück. Robert Götz ist zurück. Freunde, neue Woche. Ja, hier ist eine verunstimmende Misslichkeit. Ja, ich hatte ja eigentlich schon vor 2 Wochen berichtet. Könnt ihr auf YouTube sehen. Ein Titel, ja. Joe Biden tritt nicht mehr an. Ja, es waren Insider-Informationen. Ist mir so rausgerutscht. Ja, jetzt ist das offiziell. Joe Biden, ja. Man hat ihn ein paar Jahre als Tatakreis zur Lacher der Nation, nein, zur Lacher der Weltgemeinschaft gemacht. Ja, guck mal hier, der Trottel. Ja, und jetzt soll angeblich Kamala Harris an seine Stelle treten, aber böse Zungen sagen, nein, das macht die Michelle Obama, der Micha. Und wenn der Micha das macht, dann klappt das auch, ja, weil eigentlich macht das ja der Barack Obama, weil das ist ja der Strippenzieher im Hintergrund. Ja, schön. Ja, also wir freuen uns, jetzt ist nur misslich, dass viele Spender sagen und Spenderinnen natürlich auch, wir hätten jetzt gerne unser Geld zurück. Wir hätten jetzt gerne unser Geld zurück, weil wir haben ja gespendet für Joe Biden, der hat ja Werbespots gemacht, Joe Biden, er hat auch noch bis vor 48 Stunden, ja, gesagt, ich bleibe im Amt und hat ordentlich Spenden bekommen. Also richtig viel. Jetzt sagen die Spender, wir hätten gern unser Geld zurück. Ja, aber die Mainstream-Presse sagt, eine riesen Spendenflut ergießt sich über die Dämonkraten. Ja, so ist das mit der Dämonkratie. Einige böse Zungen sagen ja jetzt, ist eigentlich nicht demokratisch gewesen. Also demokratisch schon, aber nicht demokratisch, weil man hätte eigentlich darüber abstimmen müssen und ist jetzt nicht jemand anders gewählt worden. Und wenn man jetzt irgendwann im August, ja, also in einem Monat oder so, ja, wenn man dann einen Parteitag macht und dann mal ganz flugs irgendjemand anders hinstellt, ist das eigentlich nicht ganz so. Doch, es ist in Ordnung. Punkt aus Ende. Wenn die Dämonenkraten etwas machen, ist das immer in Ordnung. Schlimm ist dieser Donald Trump, ja? Pah, das ist schlimm. Darüber müssten wir uns mal Gedanken machen, aber doch nicht über die Machenschaften bei den Dämonenkraten in Amerika. Ja, egal. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, auch bei uns in der BRD. Ja, wir machen ja hier ordentlich Wahlkampf, ja. Bild-Zeitung, BZ, Morgenpost, Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine, Taz. Alle machen Werbung für die Demokraten, Dämonkraten, alle, ja, alle. Und alle hetzen ordentlich gegen Trump. Da fragt man sich, so wie damals und auch damals davor, kann man den Trump denn hier wählen? Nein. Aber die USA, das ist ja unser Herrchen, ja. Und da müssen wir auch informiert werden, wer unser Herrchen ist und wer es auf gar keinen Fall sein darf. Ja, wir haben ja noch einige Zeit, um den Trump aus dem Weg zu, also uns seiner zu entledigen im positivsten Sinne. Natürlich linkisch und linksstaatlich, ja, also ja, macht euch keine Sorgen. Also wir haben noch einige Zeit, ja, ist ja erst am 5. November Wahl und wir werden das schon regeln. So oder so. Ja, ich wollte jetzt eigentlich das als Telegram-Morgengruß machen, aber ich habe gemerkt, ich habe so viel gebrabbelt hier über Joe Biden. Machen wir das jetzt als YouTube-Video oder als YouTube-Zweitkanal-Video, ja. Also ich, wie gesagt, finde ja Joe Biden toll, nach wie vor. Und auch Kanzler Olaf Scholz hat sich gemeldet, also er hat vor 2 Wochen noch gesagt, ja, also er ist quasi auf der Höhe seiner geistigen Fähigkeiten, was ja auch stimmt. Er ist der beste Präsident, er ist geeignet, er ist tough, er ist toll. Und jetzt 2 Wochen später sagt er, eine respektvolle Entscheidung, ja, großartig, er hat viel geleistet. Boah, hat der Joe Biden viel geleistet. Ja. Ja. Vor allen Dingen in der Ukraine hat er viel geleistet. Ja. Man kann gar nicht zählen, wie viele Russen mit amerikanischen Steuergeldern umgebracht worden sind. Ja. Und wie viele Ukrainer mit amerikanischen Steuergeldern gestorben sind. Kann man gar nicht zählen. Also der Joe Biden hat schon einiges geleistet. Und Nord Stream 1 und 2 gesprengt. Ja, also er nicht. Na, er nicht, nein. Aber er hat einiges geleistet. Ich finde den toll und die Gesellschaft ist woker geworden. Diverser, bunter, ja. Es hängen mehr Regenbogenfahnen in Amerika denn je. Also er hat doch echt einiges geleistet. Also Joe Biden, toll, ja. Wenn jetzt wirklich tatsächlich Kamala Harris an die Macht kommen sollte, wird sie noch mehr leisten. Aber wie gesagt, keine Sorge, das macht der Michael Obama, der Micha. Der kommt dran. Wartet's mal ab, ihr werdet sehen, ja. Und wie gesagt, bei mir gibt es die Informationen immer aus erster Hand. Deswegen vielen Dank fürs Abonnieren dieses kleinen, aber feinen Kanals. Und wenn euch die Nachricht gerade krank macht oder ihr aus anderen Gründen krank seid, bitte werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Und wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt. Und wenn ihr Lust habt, schreibt doch einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Und liebe Unterstützer, dank euch ist mein Kampf gegen den mein Kampf gegen rechts hier überhaupt nur möglich. Danke an meine lieben Unterstützer. Ich weiß, das macht Mühe. Danke für die Mühe. PayPal und Konto hier drunter. Übrigens auch der Link zu Telegram. Was das eigentlich werden sollte? Sollte eigentlich ein Telegram-Video werden. Ist aber nicht geworden, weil mein Computer ist wie ein Gehirn. Mein Gehirn ist wie ein Computer. Ich habe so blitzartig umgeschaltet und gemerkt, ich rede hier nur über Joe Biden, den besten Präsidenten aller Zeiten. Und da ich gedacht, mach ein Sondervideo draus. Ist ein Sondervideo geworden. So, ich brabbel jetzt nicht mehr. Freunde, Schlava Ukrainer. Und nicht vergessen, ich hab euch lieb. Punkt. Aus Ende. Habe ich schon von Martina gegrüßt? Egal, grüße ich nochmal. Grüße von Martina. Auf und eine großartige Woche. Tschüss, Kind.